Ich freue mich sehr, dass Rob und Volker mich hier eingeladen haben. Und wie Sie es an meiner Sprache hören, ich spreche Originalton Süd. Sie lust. Es wird immer wieder bayerisch mit dabei sein. Mir fällt es schwer, einen Vortrag in Hochdeutsch zu halten. Es geht in Englisch viel einfacher als in Hochdeutsch. Nicht Englisch. Und ich möchte Sie hier gleich zu Anfang zu etwas einladen. Und zwar zu einem Stückchen Wahnsinn. Jeder Mensch, wenn ich darüber gehe, sehe ich wahrscheinlich besser. Jeder Mensch braucht ein bisschen Wahnsinn, sonst wagt er nie, seine Fesseln zu durchschneiden und frei zu sein. Dieser Wahnsinn hat bei mir begonnen 1972. Bis dahin war ich Beamter beim Deutschen Patentamt in München. Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit einem eigenen Recherchenbüro, das zwar einige Jahre gebraucht hat, bis es angelaufen ist, aber dann habe ich mir einen Namen machen können, insbesondere auch im Gebiet Markenwesen. So Markennamen wie Renault Twingo oder der Cayenne von Porsche, das ist bei mir recherchiert worden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal etwas anderes machen würde. Hätte mir damals jemand gesagt, ich werde Aura-Theorie machen, dann hätte ich gesagt, bitte holt die Leute mit den weißen Turnschuhen. Erst ein Baubiologiestudium hat mich dann mit ganz anderen Dingen in Verbindung gebracht. Wenn man aus der Technik kommt, glaubt man nur, was früher auf dem Rechenschieber möglich war, darzustellen oder auf dem Reißbrett. Aber so feinstoffliche Dinge, zum Beispiel Wasseradern, Magnetfelder, das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber durch das Baubiologiestudium bin ich da sensibilisiert worden und dann kam natürlich wieder die berufsmäßige Neugier dazu. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht zum Geobiologen und war da mittendrin im Metier. Und es war für mich eigentlich eine schöne Abwechslung, immer mal weg zu sein von der Technik und ab und zu ein- oder zweimal in der Woche eine baubiologische Hausuntersuchung zu machen. Auf diesem Weg bin ich dann in Verbindung gekommen mit Menschen, die sich mit Alternativheilen befassen. Und das wäre dann eine lange Geschichte, das jetzt hier zu erzählen. Das ist eigentlich nebensächlich. Interessant ist das, was daraus geworden ist. Und da möchte ich hier dann auch mit aufgreifen, was heute Vormittag der Dr. Vollkammer schon besprochen hat, die Feinstofflichkeit. Jetzt sind wir in der Lage, diese Dinge zu beweisen. Und es war für mich immer sehr, sehr wichtig, herauszufinden, dass das, was ich hier als Aura-Chirurgie bezeichne, hat es einen physikalischen Hintergrund. Søren Kierkegaard hat gesagt, es gibt zwei Arten, sich zu täuschen. Die eine ist, Unwahrheiten zu glauben, die andere nicht zu glauben, was wahr ist. Übrigens, wenn wir gerade beim Glauben sind, da haben wir viel mit Physik zu tun. Die Physiker glauben längst wieder an den lieben Gott. Nur die Ärzte glauben noch an die Physiker. Wir schreiben ja auch jetzt bei der Physik, Max Planck sagte, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft, der Erforschung der Materie gewidmet hat, bin ich sicher vom Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses, es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine intelligente noch eine ewige Kraft gibt, es ist der Menschheit nicht gelungen, das heiß ersehnte Perpetuum mobile zu erfinden, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Albert Einstein sagte, als Gott das Universum erschuf, war seine geringste Sorge, es so zu schaffen, dass wir es verstehen. Wissenschaft ohne Religion ist lahm und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Werner Heisenberg, er entdeckte die Verschränkung. Ein Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch,
aber am Boden findet sich Gott. Nur das Problem, das sich die Menschheit geschaffen hat, was ist das für ein Gott? Wer hat ihn benannt? Und dann schlagen wir uns die Köpfe ein, weil wir glauben, der andere hat nicht den richtigen Gott, an den ich glaube. In dem Moment, wo wir hier dieses, sagen wir, Phänomen oder Mysterium personifizieren, ist der Streit programmiert. In dem Moment, wo wir aber diesen freien Geist, von dem Heisenberg spricht, von dem Max Planck spricht oder Einstein zulassen, dann ist dieser Geist nicht benannt, er hat keinen Namen und damit kann er überall sein, weil mit einem Namen habe ich ihn fixiert. Ob dieser Geist nun katholisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Gehen Sie mal raus in die Natur, fragen Sie mal ein Reh, ob es katholisch oder evangelisch ist, oder ein Hase. Ich sage immer, wenn der Hase katholisch ist, dann läuft er auf zwei Beinen. Wer es unternimmt, auf dem Gebiet der Wahrheit und der Erkenntnis als Richter aufzutreten, scheitert am Gelächter der Götter. Ich finde diesen Satz genial. Und hier ist wieder Giordano Bruno. Er war es, der die Unendlichkeit des Universums postulierte und aus dieser Unendlichkeit, auch der Unendlichkeit der Zeit, war ein jüngstes Gericht nicht mehr möglich. Und das war der Fallstrick, weil das jüngste Gericht ist das Werkzeug der Kirche, um den Leuten Schuld aufzuprogrammieren. Ich werde dann später dann etwas zeigen, wie ich inzwischen auch mit nichtlinearen Systemanalysen arbeite. Und da kann man beweisen, dass es Schuld nicht gibt. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und ich kann es Ihnen später auch einmal bei der Demonstration zeigen. Warum das Aura-Chirurgie funktioniert, habe ich erfahren. Ich hatte mir 2005, bin in der Gesellschaft für biophysikalische Medizin, und da ist ein Arzt in Bad Arolsen, der Dr. Kollitz, der als einer der ersten dieses ETA-System hatte. Und er hat mir das empfohlen, weil damit, sagt er, kannst du deine Aura-Chirurgie beweisen. Und dann war ich eingeladen, bei den ETA-Scan-Nutzern einen Vortrag über meine Aura-Chirurgie zu halten und meine Erfahrungen mit dem System. Und ein Heilpraktiker aus Bayern lud seinen Nachbar ein, da mitzukommen. Dieser Nachbar ist ein emeritierter Professor von der University of Princeton in den USA, Maschinenbauer. Und der hat gesagt, sowas tue ich mir nicht an, einen Vortrag über Aura-Chirurgie anzunehmen. Am nächsten Tag kam er und sagte, ich fahre doch mit, weil ich weiß, warum sie funktionieren kann. Und er erklärte das über Wasser. Wasser, wir haben hier die chemische Formel des H2O, in der Schule konnte man sich das leicht merken mit dem Spruch, bist du des Lebens nicht mehr froh, dann stürzt es sich in H2O. Es ist hier nicht genau dargestellt, dieser Winkel. Der ist entscheidend, genau 104,5 Grad ist der Winkel zwischen dem Sauerstoffatom und den beiden Wasserstoffatomen. Und dadurch ist möglich, dass Wasser Informationen speichert. Und das ist der entscheidende Grund, wobei wir dann später nochmal darauf zurückkommen, auf die eigentlichen Ursachen. Ich bin inzwischen heute der Meinung, dass es auch unser Körper kann von sich aus nicht krank werden. Jede Zelle hat das Bestreben, optimal zu funktionieren und gesund zu sein. Es muss irgendwo ein Programm da sein, das dieses Verhältnis der Zellen untereinander stört. So wie ein Computer ohne Programm auch nicht läuft. Und da wollte ich die Verschränkung wieder darstellen, die heute der Dr. Volkhammer schon gezeigt hat. Wenn zum Beispiel hier dieses Wasserstoffatom hier eine Information hat und mit diesem verbunden ist, und es verändert seine Information, ob es noch die Information ein Informationsgehalt ist oder ob es nur die Drehung vom Spin ist, dann verändert sich augenblicklich auch hier bei diesem Atom die gleiche Information. Und es können Lichtjahre auseinander sein. Es spielt hier keine Rolle. Wir befinden uns dann im Bereich der Gleichzeitigkeit dort, wo auch unser Bewusstsein funktioniert.
Die Bewegung im Raum ist zweidimensional für unseren Verstand. Das menschliche Denken ist nämlich zweidimensional, daher polar. Wir unterscheiden gut, böse, hell, dunkel. Und aus diesem Grund ist auch unsere Zeitwahrnehmung immer linear. Wir denken, da vorne ist die Zukunft, hinter mir die Vergangenheit und hier die Gegenwart. Was ist aber ober mir, unter mir, links oder rechts von mir? Das ist eine andere Zeit. Die Darstellung der Zeit im Raum ist daher mit Worten nahezu unmöglich. Wir benötigen dazu das Hologramm. Unser Bewusstsein, nicht das Wissen, muss daher holographisch aufgebaut sein, nach dem Prinzip der Apfelmännchen. Der Raum bedingt die Zeit und umgekehrt. Erst dadurch entsteht sichtbare Materie. Doch was ist mit dem Bewusstsein, dem Geist? Was ist jenseits von Raum und Zeit? Das sind Fragen, die man sich automatisch stellt, wenn man in den Bereich geht, feinstoffliches Heilen, Heilen nur durch Information. Und dort, wo im Körper das Ganze stattfindet, da wo man nach meiner Meinung und meinen Erfahrungen inzwischen auch der Sitz ist von den Informationen, die uns krank machen, das ist das sogenannte limbische System. Und insbesondere der Hypothalamus. Weil vom Hypothalamus werden alle endokrinen Drüsen gesteuert. Und wenn ich es schaffe, hier ein Programm einzusetzen, sei es zur Heilung oder zur Manipulation, dann kann ich den Menschen damit beeinflussen. Weil von hier aus läuft die Steuerung für die Schilddrüse, für die Nebennieren, für alle endokrinen Drüsen. Und dann haben wir ein Kommunikationsproblem, das immer auftritt, wenn sich zwei Menschen. Aber erleben wir diese Situation jetzt sehr oft im Alltag, wo einer den anderen nicht verstehen kann, weil von der Voraussetzung geht, reinzufühlen, was wir wirklich sind. Da gibt es eine schöne Geschichte, weil bei mir spielt auch Lachen eine große Rolle. Es trifft sich ein Theologe und ein Psychotherapeut. Da sagt der Theologe zum Psychotherapeuten, ihr seid ja wirklich die Letzten. Ihr handelt so, wie ein Mann, dem man einen Raum stellt, der schwarz, mit schwarzen Wänden, ohne Fenster, macht alles dicht und man sagt ihm, in diesem Raum ist eine schwarze Katze, die aber in Wirklichkeit gar nicht da ist. Dann lacht der Psychotherapeut und sagt, ja, aber die Theologen sagen, sie haben sich die Katze. Der Weg zu der Aurachirurgie, der war eigentlich ganz eigenartig. Ich habe Freunde in London und einer davon ist ein sehr gutes Medium. Und der hat mir schon Jahre vorher gesagt, ab 94 immer gedrängt, du musst dich mal mit Aurachirurgie beschäftigen. Ich kam damals beruflich sehr oft nach London wegen Datenbanken zu Durban, einer der Spezialisten der technischen Datenbanken. Und habe das immer genutzt, auch Medien in England aufzusuchen, weil das war etwas Faszinierendes. Ich habe das Channeling kennengelernt und das war mir immer so abstrus. Und so rosarot, wenn dann jemand da ist und sagt, ja, das Universum spricht jetzt zu euch, geliebte Kinder. Oh Gott. Für mich ist es so, dass das Universum nicht zu uns geliebte Kinder sagt, sondern das Universum verkehrt mit uns auf Augenhöhe. Das hat mit dieser Verniedlichung und mit dieser rosaroten Huschel-Esoterik überhaupt nichts zu tun. Und diese Medien in London, die haben mir wirklich Kontakte gezeigt von Menschen, die verstorben waren, von meinen Verwandten. Und dieser John Graham hat mir gesagt, du brauchst Aurachirurgie. Ich habe gesagt, das werde ich nie tun. Ich habe damals noch nicht geschnallt, dass immer wenn ich sage, das werde ich nie tun, genau das kommt auf mich zu. Und er hat mir von dem Stephen Turoff erzählt, der Aurachirurgie macht. Ich bin nie hingefahren, alleine. Erst durch eine Gruppe, ich habe damals noch in Landshut in Niederbayern gelebt,
da fuhr eine Gruppe zur tiefen Turow und ich bin mit, in der Hoffnung, ja, in der Gruppe kann dir ja nichts passieren. Und der tiefen Turow hat mich dann behandelt, das war hier am Kiefer, und es war hochinteressant, ich habe gespürt, wie er hier reinschneidet, und meine Sorge war nicht, dass er irgendetwas falsch macht, sondern meine Sorge war, ich habe das Gefühl gehabt, ich blute hier und ich versau sein ganzes schönes weißes Kissen. Die Behandlung war vorbei, kein Blut. Die zweite Behandlung am nächsten Tag, da hat er mich gefragt, was ich so mache. Ja, so, ich befasse mich auch etwas mit Heilen und ich kenne die, John Graham. Was sagt das auch ein guter Freund von mir? Und dann habe ich gefragt, kann man Aura-Chirurgie lernen? Dann sagt er, nein. War ich froh. Weil dann kann ich halt schon sagen, schau schon, Steven hat gesagt, das kann man nicht lernen, was soll ich mit Aura-Chirurgie? Und Steven sagte mir, ich soll rübergehen ins Hotel und er wird mir Leute schicken und ich soll es einfach tun. Ich war dann im Zimmer, ich hatte nichts dabei, außer Nagelnecessär, Nagelkleider und Nagelscher. Und da kam schon die Erste, die gesagt hat, Steven hat gesagt, du sollst mir hier Klammern rausmachen. Jahre vorher an der Galle operiert, und man hat die Naht nicht mit Faden genäht, sondern mit Clips. Man hat die Clips weg, aber dann blieben Schmerzen. Und die Frau hat eine wahre Tortur und einen Leidensweg hinter sich gehabt, weil sie wurde die Schmerzen gelöst. Und Steven hat ihr symbolisch eine Klammer raus, dann stand ich da, was soll ich tun? Meine Idee war, ich nehme Pinzette und bewege hier. Dann sagt die Frau, das spüre ich. Wenn ich die Schere schneide, dann sagt sie, das ist weg. Dann habe ich nur 6 oder 7 weitere Klammern weggenommen. Die Frau sagt, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr und gehe. Bevor ich aber zum Nachdenken kam, kam schon der Nächste rein, der hat gesagt, du sollst mir den Rücken behandeln. Der Nächste, du sollst mir den Magen behandeln. Dann habe ich innerhalb 2 Tagen alle 18 Personen aus meiner Gruppe behandelt haben. Und das muss ich dann in Landau an der Isar rumgesprochen. Ich habe mir gesagt, ich darf jetzt nicht mehr nach London, da sitzt einer in Landshut, der macht das auch. Und prompt kam als Erste in Landshut die Tochter von der Frau mit der Galle, die hat gesagt, ich habe hier ein Mandelproblem. Meine erste Idee, die schneiden wir weg. Würde ich halt nicht mehr tun, weil ich weiß, was da dahinter steckt. Aber ich habe es getan, ich habe jetzt am Hals operiert. 4 Tage später ruft sie an, ich war bei meinem Hausarzt. Der hat mich gefragt, wo ich beim Mandeln operieren war. Weil die Mandeln sind so fein rausgeschnitten, dass nicht einmal eine Narbe geblieben ist. Und dann habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Gott sei Dank kamen relativ wenig Leute und es hat sich dann rumgesprochen und dann hat mir ein Heilpraktiker gesagt, das was du machst, ist zwar ganz gut, aber es ist illegal. Zu dem Zeitpunkt war Geistheilen in Deutschland nicht erlaubt. Aber in einer Praxis von einem Arzt oder Heilpraktiker, da darfst du das. Und dann hat sich ergeben, dass ich bei einer Ärztin in Wiesbach immer einmal im Monat an einem Wochenende war und habe dann dort Leute behandelt. Und dann kam ein Anruf von Dr. Erd aus Meinkhofen. Ja, ich hätte Sie gerne mal bei mir in meiner Praxis. Wissen Sie, ich bin nämlich Chirurg. Wow. Und ich sollte mal kommen und das demonstrieren. Dann schaut mir ein richtiger Chirurg auf die Finger. Das war mir schon, da habe ich richtig Hosenflattern gehabt. Aber der Dr. Erd hat immer gesagt, machen Sie weiter, das stimmt. Und es ging dann so weit, dass er macht auch biophysikalische Medizin und er hat dann immer die Leute ausgetestet, die Aura-Chirurgie brauchen. Und dann war ich auch bei ihm einmal im Monat an einem Tag und habe da Leute behandelt. Dadurch kam ich dann zur Gesellschaft für biophysikalische Medizin, zur Ärztin nach Göttingen, zum Dr. Stefan nach Forstenberg. Und so wurde ich von einer Praxis zur anderen rumgereicht. Und das hat begonnen im Jahr 2000. Und
Ich hatte ja keine Ahnung von Anatomie, außer das, was ich im Gymnasium bekommen habe. Und ich habe mir dann so ein anatomisches Modell gekauft, eine ganz billige Variante, habe mir das neben mir hingestellt, damit ich bei den Leuten in der Aura gedrückt habe, damit ich wusste, welches Organ es ist. Dass hinterher daraus ganz was anderes entstand, das habe ich mir nicht träumen lassen. Weil nach ein paar Wochen kam die Idee, was passiert, wenn ich den Leuten dieses Modell halten lasse und drücke auf das Organ und die Leute reagieren. Und damit habe ich begonnen, über Organmodelle oder auch über den anatomischen Atlas zu operieren, je nachdem, wie die Leute reagieren. Und damit ist das Ganze auch nachvollziehbar worden. Mir war immer das wichtig, das muss nachvollziehbar sein, dass es nicht an mich gebunden ist, sondern jemand, der eine gewisse Sensibilität mitbringt, das auch machen kann. Aber ich war nie sicher, ist das Charlatanerie oder Realität. Bis ich dann 2001 die Gelegenheit hatte, durch Freunde in Arizona, die haben mich mit dem Professor Gary Schwarz zusammengebracht, der damals Leute erforschte, die sagten, ich habe Kontakt zum Jenseits, also Medien. Und die hat man dann mit Kirlenfotografie untersucht und hat genau sehen können, wenn der sagt, jetzt bin ich in Kontakt, haben alle das gleiche Muster in der Aura gehabt. Aber er hatte keinen Heiler. Und ich habe dann bereit erklärt, weil ich gedacht habe, eine bessere Gelegenheit rauszukriegen, ob ich tatsächlich Aura-Chirurgie mache oder ob das Charlatanerie ist, kriege ich nicht mehr. Und so haben wir dann die Sekretärin von Gary Schwarz als, sag mal, Versuchskaninchen gewonnen. Und sie hatte Probleme hier auf der linken Schläfenseite und hier am rechten Knie. Normalerweise beginne ich meine Behandlung, dass ich zuerst die Aura abtaste. Ich kann die Aura nicht sehen, aber ich kann Blockaden in der Aura fühlen. Und da habe ich gedacht, versucht einmal zuerst am Kopf abzutasten, ob hier ein altes Muster dahinter steckt. Es ging nicht, ich kam nicht dran. Und der innere Stimme sagte mir, du musst zuerst das Knie behandeln. Ich habe die Frau vor mir auf seinen Stuhl gesetzt, habe dann mein Skalpell genommen und in der Aura das Knie aufgeschnitten. Und bevor ich den ersten Schnitt ansetzen konnte, sagt die Frau, ich spüre nichts mehr. Das Knie ist taub bis runter zu den Zehenspitzen. Und das sehen Sie hier. Hier ist die Aura weg. Und in dem kleinen Büchlein, das Sie da haben, da ist, glaube ich, auf Seite 35 oder 37 auch beschrieben, dass hier sich das Bewusstsein verändert durch Narkose, beziehungsweise die Aura. Hier kann man sehen. Und es war interessant, ich habe das Knie behandelt, habe dann symbolisch wieder die Naht geklipst und sofort spürte die Frau wieder. Und die Stelle hier am Kopf, da sieht man es noch etwas deutlicher, da war auch auffallend, dass die Frau den Kopf leicht nach rechts geneigt hat. Die Psychologen haben mir immer eingeredet, Kopf nach rechts, sie haben versteckte Aggressionen. Heute weiß ich, dass das, was die Psychologen erzählen, man sollte dem Ganzen mit Vorsicht begegnen. Weil nämlich ganz andere Muster dahinter stecken. Ich kann Ihnen dann auch einmal demonstrieren. Und wenn ich in der Aura gespürt habe, dann hat die Frau gesagt, wenn ich hier bewege, das fühlt sich an, als wenn hier kalter Wind ist. Für mich war das Bild, als wenn der Schädel offen ist. Und das war auch wie ein Helm, den ich abgenommen habe. Und verursacht vielleicht durch den Schuss oder Splitterverletzung aus einem Vorleben. Und wir haben ja heute gehört, dass Leben weder Anfang noch Ende hat. Und dass Leben Information ist und diese Information macht sich wieder in der Zelle fest. Und dann habe ich ein Stück Schädelknochen feinstofflich geformt, die sehen Sie hier, und habe das in die Aura eingesetzt. Und dann wurde diese Aufnahme gemacht. Und Gary Schwarz, der ist selbst auch Arzt und Neurologe, und sagte, hier haben wir das gleiche Problem wie in der Organtransplantation auch, und zwar eine Organabstoßung, weil hier dieser Knochen ist nicht integriert. 5 Minuten später war er integriert.
Seitdem hat die Frau auch keine Kopfschmerzen mehr. Und das war etwas, das uns völlig überrascht hat. Dass jeder Schritt der Aurachirurgie so nachvollziehbar ist, mit dem haben wir nicht gerechnet. Und dann habe ich begonnen, das Ganze auch wieder viel mehr ernst zu nehmen, weil ich war mir nicht sicher, was ich da mache. In dem Moment, wo ich behandelt habe, war man immer absolut sicher. Dann waren die Leute draußen, denen ging es gut und hinterher sagen wieder da, was ist jetzt Realität und was ist Traum. Dann habe ich gesehen, dieses, ich muss sagen, ich habe fast die 10 Jahre, wo ich mit dem Ersten in Deutschland zusammengearbeitet habe, das Glück gehabt, ich habe 10 Jahre ein Alternativmedizinstudium machen können. So nicht was alles mit die ganze Bakteriologie und Immunologie betrifft, sondern was die Anatomie und das Chirurgische betrifft. Und da kam eine Frau, 62, die hatte chronische Darmentzündung, Rückenschmerzen, Blähungen, die Mandelwale entfernt. Und der energetische Vergleich nach dem Tag mit dem Interscan zeigt deutlich den Zusammenhang mit dem Brustwirbel 9 und dem Duodenum. Ich habe mir gedacht, wie die Frau kam und ihr Hauptproblem war einfach die chronische Colitis. Da gehe ich sehr, taste in der Aura, wo sie das spürt und dann schneidet man das Stück Darm raus, fügt es wieder neu zusammen und damit wird es behoben. Sie reagierte aber hier nicht in der Aura. Der nächste Test war am Organmodell. Ich drücke da keine Reaktion. Dann schlage ich den anatomischen Atlas auf, versuche da zu bewegen, dann kam eine innere Stimme, du musst nach dem Vagus sehen. Und im Atlas von Netter, da ist ein